Hallo, ich bin's, der schlechteste Revolutionizer aller Zeiten. Willkommen zurück zu Victoria 3 und unserer Bankrotterklärung, die noch immer 7 Jahre anhalten wird. Aber gut, die Abzüge sind schon etwas entspannter geworden. Das Problem ist halt, wir haben einfach so mega viel Radikale. Baueffizienz ist im Arsch, Anleihen sind, alles ist im Arsch. Alles. So, wir brauchen auf alle Fälle irgendwie... Ein Rückschlag noch und das Ding ploppt halt runter. Das will ich ja eigentlich nicht. Das will ich nicht. So, wir machen wieder ein bisschen Plus. Das Hauptproblem ist, dass unsere Bürokratie so am Säckle ist. Huch. Und jetzt los. Der Konflikt innerhalb der nihilistischen Bewegung führte schließlich dazu, dass sie sich selbst ausbrannte. Doch der Geist des Radikalismus ist nicht verflogen. Ehemalige Nihilisten sind in Scharen zu anderen radikalen Bewegungen gestoßen. Okay. Wir werden die Gesetzeshüter eine Stufe zurückschrauben. Weil wir die einfach nicht brauchen, weil wir aktuell eh nichts erobern. Und ganz ehrlich, scheiß auf diese anderen Typen, ne? Diese politische Stärke der Beamtenadel, die gehen mir eh ein bisschen auf den Senkel aktuell. Was ist denn jetzt los? Die Stimme von Sundsvall, eine beliebte Zeitung... die von der Klasse der Industriellen überall gelesen wird, hat einen Artikel von Geir Arnarson, oder wie der heißt, sich für die Einführung eines bestimmten Gesetzes für die Getrennung stark macht. Oh, das ist, aber was ist das denn? Was wollen die denn? Kriegsziele mit Elsass-Lothringen-Verein Bremen, oh, das ist der Vereinigungskrieg der Deutschen, oder was? Hä, ich dachte, dass die den Krieg verloren hatten, wenn es um die deutsche Vereinigung ging. Oh, Alter. Ja, ich könnte mich jetzt dreist auf die Seite der Franzosen stellen, weil die Preußen mich beleidigt haben, diese hässlichen Gesichter. Spanien unterstützt Preußen. Frankreich wird unterstützt von mir, scheinbar. Zwingen die mich? Hallo? SOS? Warum? Also, ernst gemeinte Frage, warum? Haben die den Gefallen geschuldet? Nochmal 10% obendrauf. Aber warum? Warum unterstützen wir die? Ich kann ja nicht mal rüber. Ach so, das geht um mich. Das sehe ich ja jetzt erst. Klar. Warum ist denn das ausgegraut? Weil ich nicht, gar keinen Befehlshaber. Warum habe ich denn nur Beamtenadel hier? Ist doch scheiße sowas. Ah, das sind wieder Ausgaben. Oh Gott, oh Gott. Stehst kurz vor der Privatinsolvenz und dann sowas. Okay, unser Bruttoinlandsprodukt sieht sehr lustig aus. Die Fronten sehen nicht so lustig aus. An Front einsetzen, das wäre die hier wahrscheinlich. Ja, ich meine, es ist sehr unübersichtlich. Hannoveranische Armeen. Also wir sind an sich mal auf dem Papier überlegen. Jetzt hoffe ich mal auch, dass wir diesen Krieg gewinnen. Hoffe jetzt einfach mal aufs Beste für uns, weil ansonsten verliere ich ja meine eigenen Gebiete noch. Das wäre auch scheiße. Minus 68, aber nicht so toll. Preußen gegen Hannover. Ja, das Worst Case wäre natürlich, wenn die jetzt hier einen Krieg nach dem anderen gewinnen und dann, oder bitte eine Nation nach der anderen besiegen. Aber die starten direkt mit nur noch plus 87, das ist schon mal gut. Oh, die ist echt durchgegangen, die völlige Trennung. Geil. Geilo. Okay. Dann next wäre kulturelle Ausgrenzung. Wäre das nächste, was ich gerne machen müsste. Wie gesagt, der Grund ist ja, wir wollen möglichst viele Menschen, die nicht ausgegrenzt werden bei uns im Land. Allgemeines Wahlrecht beschließen. Darum können wir uns immer noch kümmern, meine Freunde. So, noch 6 Jahre.
Werte sind schrecklich. Krieg hingegen läuft relativ juicy, trotz allem. Manche Punkte verlieren wir. Das Wichtigste ist halt einfach der Wert. Gibt viele Schlachten, können wir mal alle angucken. Preußen sind trotz allem relativ stark drauf. Leider. Verlust allerdings auf preußischer Seite ein bisschen niedriger aktuell. Mal gucken, wie sich das langfristig entwickelt. Gibt es denn sonst noch so? Kulturelle Ausgrenzung ist erfolgreich, direkt dann echt bei 10%. Ausmerzung der Monarchie. Haltung gegenüber dem Gesetz. Monarchie ist nicht größer als neutral. Interessengruppe ist nicht mächtig. 7 von 8 erfüllen diese Anforderungen. Das Volk muss 5 Jahre lang gelten. Monarchie muss weg. Weil 7 von 8 Interessensgruppen müssen Haltung gegenüber dem Gesetz Monarchie nicht größer als neutral sein. Wer ist denn dafür? Der Beamtenadel. Und Kleinbürger, da sind noch mehr dafür. Komisch. Verstehe ich nicht. Sage ich euch, wie es ist. Verstehe ich nicht. Geht mir in die Birne. Jetzt bauen die Eisenbahnschienen oder auch mit dem Scheiß. Ah. Oh, gleich wieder plupp. Geld drauf. Sehr schön. So, minus 27, meine preußischen Freunde. Verluste sind auf alle Fälle, also Verwundete sind auf alle Fälle deutlich höher, als es bei unserer Seite der Fall ist. Die Schlacht werden sie gewinnen. Die Schlacht werden sie verlieren. Gesamttruppen 400 zu 1000, also seid mir nicht böse bitte, ne? 1300. Wer ist denn da so stark? Die Amis oder was? Ja, die Amis auch, Alter. Bei Baguettes sind auch eine Nummer. Preußen ist halt weak. Preußen hat sich mit dem falschen Löwen aktuell angelegt, aber das muss nichts heißen. Das muss nichts heißen. Das heißt jetzt, was, hey, direkt bei Abstimmung? Digga, wir sind durchgerusht. Okay, es hätte mich jetzt auch arg gewundert. Wenn das jetzt mit 3x10% durchgegangen wäre, dann hätte ich aber eine Apfeltorte gegessen, ey. So, immer noch 6 Jahre. Sehr schön, ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, bis die 6 Jahre vergehen, weil zum Beispiel die administrative Belastung ging 4 Jahre und die ist schon fast abgelaufen. Und das hier läuft immer noch irgendwie... Ah, jetzt hat er. Okay. Würde es wieder Sinn machen, was zu bauen? Man weiß es ja nicht. Jetzt ist halt die Frage, wie löse ich das Problem mit Finnland, weil irgendwie... Was ist das, Alter? Unser Bruttoinlandsprodukt rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Das wird ja auch nicht besser. So, Radikale, ja. Haben wir natürlich ohne Ende. Die geringen Interessen. Protestbewegung beliebt. Ich will ja eigentlich das Gesetz pushen, ey. Nichts anderes. Hannover hat Rivalität erklärt. Wo ist denn Hannover? Mal jetzt ganz ehrlich, ich hätte schon irgendwie auch Bock, dass wir vielleicht mal nach Hannover expandieren. Ist das hier eigentlich Lübeck? Lübeck. Was ist denn mit Lübeck? Also rein theoretisch. Warum kann ich es sie nicht einfach erobern? Wird bestimmt einen Grund haben, den ich gleich herausfinde, wenn ich draufklicke. Start erobern, das geht nicht, weil... Doch, das geht, hä? Schauen wir mal. Es gibt natürlich jede Menge Nationen, die da Interesse dran haben, sich einzumischen. Rein die, oh, plus 11.000 wieder, sehr schön. Was haben wir denn hier? Unterdrückung der dänischen Volkskirche. Das könnte ich sogar mal schnell wieder einstellen, weil das ist ein Joke. Haben wir das Problem auch gelöst? Industrielle Barrieren.
Ja. Dänische Volkskirche geht mir ja am Sack. So, wir müssen natürlich unsere Truppen noch, gut, wir ja nicht alle mobilisieren. Einfach mal die Armee mobilisieren. Scheint sich auch wirklich keiner dafür zu interessieren erstmal. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es ja auch so, da wollte man es ja auch so machen, dass generell die KI nicht sich in jeden Konflikt einmischt. Was ich ja positiv finde. Ahaha. Ja, ich habe einfach keinen Bock, mein Geld dafür auszugeben den ganzen Tag. Ich sag euch, wie es ist. So, einmal da, einmal da, einmal da. So, jetzt bauen wir wieder was, ganz dreist. Ob das jetzt so schlau war, keine Ahnung. Lübeck hat eingelenkt. Oh. Lübeck hat eingelenkt. Sorry. Z zu Schleswig-Holstein ist so cool. Ah. Warum? Chillt mal. Bevölkerung geht auch zurück. Die sind alles unentspannt. Was ist denn immer mit der Regierung? Ey, die gehen mir auf den Sack. Jetzt habe ich natürlich auch die Gesetzeshüter weiter verringert. Jetzt bräuchte man sie wieder ein bisschen, ne? Wir gehen nochmal auf die nächste Stufe. Die denken sich auch, ist da behindert. So, das Problem ist jetzt halt einfach, wir bauen wieder ewig. Meine Effizienz ist jetzt nur noch bei -39%. Das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm wie vor einer Weile noch, aber trotzdem. Verrufen hat damit übrigens immer noch nichts, also. So, 5 Jahre. Das ist erstmal wichtig, dass wir diese Abzüge hier auch noch loswerden. In 2 Jahren ziemlich genau. Loyalisten haben wir ja gar keine mehr. 35% Erfolgschance. Danach werden wir auf alle Fälle gleich allgemeines Wahlrecht durchsetzen. Eingeschränkte Kinderarbeit. Hä? Hey. Bin ich aber ja nicht dafür, doch. Muss ich aber mal sagen. Ja, Finnland. Sobald wir keine Kleinmacht mehr sind, sondern eine größere Macht, werde ich mir die Kollegen snacken. Ey, so eine leckere Birne, die ich mir in den Magen presse. So, das ist übrigens auch nice. Wöchentlicher Baufortschritt +5. Handelskapazität, Infrastruktur für Windung pro 100.000 Bevölkerung, 20 maximal Infrastruktur, 5 Bausektor Maximalstufe. Ist echt juicy. Menschenrechte hingegen ist eigentlich nicht juicy. Besteuerungskapazität. Aber wir gehen ein bisschen auf Produktion, müssten wir ja auch nochmal machen dann. Absehbare Zeit. Also ohne Bauten hätten wir trotzdem noch ein schönes Plus. Wir zahlen aber 6.000 an Zinsen aktuell. Seid ihr des Wahnsinns? Habe ich das gerade richtig gesehen? Hä? Die war doch unten und ist gerade hochgerutscht. Da bin ich jetzt ganz behindert. Pressen die mir ihre beschissenen Privatbauten auf? Ja, das wäre auch wieder zu schön gewesen, ne? Scheiße. Oh, das geht auch direkt wieder in die Hose. Ich weiß gar nicht, warum die das Ding überhaupt bauen wollen. Ist da automatisch erweitern an? Ne, ist nicht an. Stehe ich jetzt nicht. Sehr fragwürdig. -64.000. Danke für nix. Verteidigungspakt mit Finnland. Können wir gerne machen. Okay. Die Vereinigten Staaten von Amerika greifen aktuell einfach ganz entspannt Russland an. Und Mexiko greift die Vereinigten Staaten an. Nee. Die sind im Krieg mit Mexiko und auf mexikanischer Seite ist Russland. Aber ich denke mal, die Russen bekommen wahrscheinlich den Arsch fett vollgeschlagen. Das ist echt zum Ziel. Alter, wie schnell das geht. Seht ihr das? WTF? Warum brauche ich denn für sowas so lange? Hm. Was ist eigentlich mit der Musik passiert? Frag für einen Freund. So.
Okay, Kleidung hat sich jetzt auf alle Fälle mal verbessert. Das nächste wären Möbel, aber wie gesagt, wir müssen erstmal ein bisschen wegen der Kohle gucken. Habe eh schon die Militärausgaben gesenkt. Könnten wir vielleicht noch eine Steuer auf irgendwas einführen? Vielleicht doch nochmal Tee, aber Tee ist halt. So, das hat wirklich funktioniert. Damit würde ich jetzt das allgemeine Wahlrecht mal anschauen. Ah. Das ist wieder. Das hat 43% Chance auf Fortschritt. Das hat wieder Potenzial zu einer Revolution. Mal gucken. Was ist jetzt euer scheiß Problem? Was habe ich denn für Ausgaben? 40.000 Regierungsgehälter. Für was zahle ich denn 40.000? Regierungsverwaltung. Papier ist so teuer, oder was? Schwefel haben wir nicht. Habe ich eine Schwefelmine gebaut? Schon zwei sogar, ja. So rein theoretisch, wenn ich jetzt sage, machen das und dann versuchen wir trotzdem mal bei Papier auf das zu wechseln. Okay, hat erstmal schon was gebracht. Mal gucken. Gut, Motoren. Müssen wir hier wieder ein bisschen was mit Handel gucken. Oder mal schnell das weg, das weg, das weg. Das war eine zu viel. So, Motoren importiere ich hier eh schon. Aber wir bräuchten eigentlich noch mehr Motoren. Ja, Motoren ist immer noch Krise. Was haben wir denn noch? Defizit. Schwefel haben wir jetzt Defizit. Munition juckt mich jetzt aber erstmal relativ wenig. Es ist Blei, Transport und Motor, das ist ja alles knapp. Alles klar. Habe jetzt auch fast keine Autorität mehr. Das ist halt so ein kleiner Nachteil, wenn man auf so ein, oder wie ich jetzt hier halt vorhat, auf so ein Land zu spielen, wo halt sehr weltoffen ist und sehr viele Menschen halt dann auch rein dürfen. Hast du halt wenig Autorität. Das ist aber halt leider einfach so. Das lässt sich jetzt auch nicht vermeiden. Wenn wir das Wahlrecht durchgepresst haben, wäre das nächste dann keine Migrationskontrollen. Aber das kriegen wir aktuell nicht hin. Also wir haben jetzt aktuell keine geschlossenen Grenzen. Das ist schon mal okay. Aber das hier ist eigentlich mein Hauptziel. Und das wird. Vor allem die Industriellen sind dafür, aber ich weiß nicht genau. Ach, das geht aktuell einfach nicht, weil wir das. Okay, müssen wir mal gucken nachher. Ah, da ist es, da ist es. Ah, Gott, oh Gott. So. Kreisende Aasgeier. Das Ding ist. Wie stark sind die denn? 37 Industrielle. 200.000 unterstützen das Ganze. Das gibt wieder neuen Krieg. Ah, lieben wir. Ich kann kotzen. Mal gucken. Das Problem ist halt, wir haben immer noch unseren Bankrott. Das ist halt so ein kleiner Nachteil. Ein wankender Revolutionär. General Wedel Jarlsberg ist mit dem Beamtenadel verbündet und bekannt für seine wankelmütigen Überzeugungen. Sorgen wir mal dafür, dass er uns unterstützt. Jawohl, sehr schön. Könnt euch eure beschissene Revolution. Oh, natürlich, das klappt jetzt natürlich auch wieder den ganzen Tag nicht. Das allgemeine Wahlrecht wäre schon für mich essentiell wichtig. Ah. Moment. Der ist für allgemein. Ah, die sind eh schon beide für allgemeines Wahlrecht. Okay. Haben wir jetzt zwei Agitatoren.
politische Druck ist halt gigantisch, von denen halt überhaupt nicht, ne? Vielleicht ist es auch noch zu früh für diese Wahlen. Ich kann mir das ist so leid, es mir tut, ich kann es mir einfach aktuell nicht erlauben. Ich kann es mir aktuell nicht erlauben. So, das können wir trotzdem nicht machen. Weil wir nicht, also weil unsere Industriellen nicht in der Regierung sind, dann ändern wir das mal eben. Und da gibt es eh relativ viel Unterstützung für, dadurch, dass sie so stark sind. Das sollte dann quasi dementsprechend besser funktionieren. Jetzt, oh, geht die mir auf den Sack. Leute, ihr geht mir echt hart auf die Eier. Lass, gib mir nochmal 5 Sekunden Zeit. Okay, das sind zum Glück alles nur relativ kleine Grüppchen. Da kann man hoffen, dass das gut ausgeht. Na, die USA haben in Mexiko Probleme. Noch gegen Russland geht es gar nicht mehr so gut weiter. Grobes Vorgehen. Frederik Falkendorf hat einen Feind in der IG verwechselt. Aufgebracht durch diese falschen Anschuldigungen sind die Gemäßigten der Intellektuellen zu der Sache der IG Gewerkschaft übergelaufen. Naja. Dann sorgen wir mal dafür, dass er sich verkrümelt. Habe ich jetzt nicht eigentlich... Also eine ganz andere Frage. Ich habe doch sogar... Oder habe ich das hier nicht? Amt für Inneres. Wir haben keine Punkte für den Müll. Die Abzüge sind eigentlich schon fast weg. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als abzuwarten. Mit ihrer scheiß Kinderarbeit, ey, mir hart auf den Sack, echt. Ah, das kann gut ausgehen, das kann schlecht ausgehen. Es ist gut ausgegangen. Ja. Also mein Ziel ist, dass wir die Migrationskontrollen möglichst schnell durchbekommen, bevor die Revolution ausbricht, dass wir dann quasi die Kinderarbeit noch durchsetzen können, weil das ja scheinbar alle wollen, weil sie es cool finden, wenn ihre Kinder nicht arbeiten können. So, Interessensgruppe, Erlasschance. Sehr schön. Aber es wird halt schwierig, weil die halt so schnell sind. 50-50, auch hier wieder. Und wieder, ey, ihr wollt echt Glück, was die Events angeht. Also, ja, muss man schon sagen. Aber die Frage ist halt, wie lange hält das Glück? Hey, der Erfolg geht wieder runter. Was ist denn mit euch? Ist die blöd? Ja, wahrscheinlich schon. Ich und mein Holz. Haben wir Hartholz noch zu viel? Was haben wir denn zu viel aktuell? Ja, doch, Hartholz haben wir noch zu viel. Ist auch schweinebillig. Also rein theoretisch. Könnten wir... Ihr seid mir so Clowns. Was machen die denn? Die haben echt ein paar, die da komplett die Dingsproduktion unterstützt haben. Meistens halt über Handelsrouten. Und jetzt hat sich das... Ja, sehr schön. Jetzt können wir uns dann doch nochmal um Möbel kümmern. Will ich eins bauen? Ich weiß nicht. Was? Die Arbeiterbrigaden von Nordnorwegen. Das ist nicht so gut. Das ist auch nicht gut. Ich meine, die sind nicht so... Ah, sehr schön. Nächste Phase. Die sind nicht so krass radikal eigentlich. Also, ich denke auch mal, dass wir den Bürgerkrieg wahrscheinlich gewinnen werden. Migrationskontrollen bewahren. Dicker, verpisst euch. Kommen die nächsten Spinner. Wollen wir nicht, braucht man nicht, mögen wir nicht. Aber trotzdem. Schauen wir mal. 74%. Können es nochmal um 5% senken. Extra. Okay, nächste Folge, nächster Bürgerkrieg.
Ja, aber was macht man nicht alles, wenn man sein Land voranbringen will? Ich bin raus für heute. Oh, Österreich-Ungarn hat sich gegründet. Interesting. Naja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Tschüss.